Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute A Girl's Fabric Face für euch. Und wir pressen 1 to play game. Come on. Redest du mit mir? It's time to start again. Na, wenn du das sagst. Wer ist da? Schön. Okay. Okay, okay. Linke Maustaste nehme ich auf. Ja, genau. Was ist das hier? Wie nehme ich denn hier was auf? Ah, E. The reporter asked when. I told him my daughter went off from home on Friday at 8 p.m. June 2nd. That is the last time I saw her. After that, everything just became dark for me. There was no point on living. I've lost my only reason to move on. Total beschissen irgendwie, du denkst so, blub, 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 kurz mal aufgenommen. So, okay, wir haben also unsere Tochter verloren. Oder jemand hat hier seine Tochter verloren und wir sind, keine Ahnung, wer sind wir? Sind wir jetzt hier so ein Geisterjäger? Oder was? So, warte mal, E to read. Hä? Haben wir da gerade. Okay, das kann ich selbst hier lesen. Das ist schön, okay. So, wir schauen uns einfach mal das Haus an. Ist wieder ein schönes Haus. Oh, ich mach mal einen Heil aus. Ist wirklich ein schönes Haus, kann man nicht anders sagen. Würde ich sofort beziehen wollen. Ah, oh, Schlüssel. Wir hängen da einen Schlüssel hin. So, wie ist ein Springen? Normalerweise würde ich jetzt so Space drücken, aber mit Space hocken und sehen. Was ist das? Ach, hier kann ich eine Batterie laden. So, was passiert hier? Okay, Batterie ist voll. Cool, alles klar. Merken, in der Küche können wir unsere Batterie laden. Ah, schön. Schön. Ah, auch schön. Letztes Neptunfest, wunderbar. Alles ist aufgezeichnet worden. So, wie, also ich finde tatsächlich die Interaktionstaste recht bedürftig, wenn dir die linke Maustaste genommen wird. So, wir können ja mal kurz gucken. Den Schlüssel holen wir uns mal. Wie crouchen. Space. Und grab the key. Cool, wir haben einen Schlüssel. Für... Was? E-Place Kamera? Nee, wir haben... Unsere Kamera haben wir noch. Was ist das? E to set up a rest area. Ach, wir machen uns jetzt hier gleich muckelig. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Okay, also wir sind anscheinend irgendwie so eine Art Geisterjäger, irgendwas in der Richtung und wollen paranormale Aktivitäten hier anscheinend aufnehmen. Schön. Okay. Ein Rad und ich komme nicht ran. Wofür ist denn der Schlüssel? Scheinbar nicht für die Tür. Muss ich ja lauter machen hier. So, was haben wir hier? Eine schöne Toilette. Mm-hmm. Wunderbar, die Sanitäranlagen sind 1A. Hier können wir vielleicht nachher eine Draht einsetzen. Vielleicht. Oh! Oh! Wisst ihr, die Hütte sieht aus wie der letzte Bums. Ah, oh, aber 2 Bäder hat er. Elitär, die Welt zur Runde. Ah, du hast immer noch die Zeit, hässliche Scheißpuppen hier hinzuhängen. Da stellen sich mir Fragen. Viele, viele Fragen. Ist hier gerade irgendwie... Hier ein paar Augen hinter gesehen gerade? Nee. Okay, wofür ist der Schlüssel? Oh, what is the key? Ah, war das jetzt für die Tür?
Noch eine Kamera. Okay, okay. Wir müssen anscheinend erstmal den... Don't let her out. Was? Was? Oh, ich hört hecheln. Ach du Scheiße. So, Tür aufmachen. Ich gehe gleich nochmal zurück, aber erstmal laden. Erstmal laden. So, Batterie ist tatsächlich relativ schnell alle. So, Batterie wieder vollgeladen. Wunderbar, können wir hier rennen. Die Türen schließen voller Nägel. Finde ich eigentlich nicht so geil. Finde es eigentlich besser, wenn sie offen bleiben würden. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Ah, das meine ich. So, können wir dann hier irgendwie... Bisschen Licht wäre schon cool. Verschlossen. Nee, 1, 2, 3, 4 sind nicht. Wer hätte gedacht? Oh, hier ist eine 7, oder? Da sehe ich eine 7. Finden wir jetzt hier komplett den Code? Für den Schrank unten. Der Schlüssel für den Schrank. Können wir mal probieren, Jojo. Ah. Leider nicht. Leider nicht. So, wir können mal gucken, ob wir noch irgendwo anders Zahlen finden. Also, das war, können wir uns doch darauf einigen, das war eine 7, oder? Das war eine 7. Eine astreine 7. Oh, hier ist noch... Hier wäre noch was? Aha. Ja, schön. Aber wenigstens lächelt er, während er am Baum hängt. Okay, hier haben wir noch was zu lesen. Wo sind hin? Wo? Okay. At the expense of others, one can obtain it all. A true passing, a true death, a true eternity. Nor turn the fur. Then select them off, one by one. Start with the youngest, then proceed onward. Only the devil will hear their suffering. But you all will see it in the end. Only the dead will know your tale. Expectance a futile. Page 247. Okay. So, und hier haben wir nochmal unsere To-Dos. Set up all equipment, ja. Kamera and rest area. Haben wir. I should look around the house for a bit to get a feel to the area, for the area. Make sure nothing is different from the last time I was here. Keine Ahnung, but wie. A very beat up key has something written on it. Bottom gathering. Bottom gathering. So, so. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Nee, auch nicht. Oh. 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 Wer steckt denn da einen Müllsack hin, Mann? Okay. Random Letters. So, lieber Chat, falls ihr schon irgendwas seht, einfach mal rinnen in den Chat. Da stand du. Ja, hast du recht. Oder wenn du stotterst. Du. Hätten wir auch, aber ansonsten... Sehe ich hier erstmal kein wirklich irgendein Wort. Irgendwie. Aufnehmen können wir das auch nicht. Tja, vielleicht finden wir beim Safe nochmal unten irgendwas. So, Käse, das hat immer noch. Wollen wir das hier filmen? Diese wunderschöne. Nee, interessiert ihn noch nicht. Dann gehe ich jetzt mal runter und dann würde ich unser Glück nochmal irgendwie am Safe probieren. So, wir sollen sie nicht rauslassen. Aber wir haben auch keine weitere Zahl gefunden. Irgendwie wird mich so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist ein 7.
lockt. Und irgendwas, was hechelt. Wahrscheinlich sollten wir die ja nicht rauslassen. So, können wir mit der Lok irgendwas machen? Nee. Den Generator anschmeißen, wirklich schon gut finden. Was ist denn das überhaupt? Ein Foto. Wir haben ein Foto gefunden. Ach, hör doch auf. Hover over an item. Achso, hover over an item for more information. Alles klar. Aha. Ja, das hat's ja gebracht. So, wir haben auch noch den Schlüssel für den Banner, für den Bottom Gathering. Was ist denn ein Gathering eigentlich? Wenn ich mal eins salopp fragen darf, kurz, ihr Lieben. Also Bottom ist klar, irgendwas am Boden. Bodeneingang oder was ist das? Was heißt Gathering? Zeit für das gemütliche Bettchen. Kannst du das Radio anmachen? Mhm, probieren wir mal. Kann ich rausziehen? No. Okay, oh, alles klar, wir können uns schlafen legen. Okay, das geht schon mal. Das wollte ich jetzt eigentlich ja nicht machen. Ich wollte die Kamera tatsächlich erstmal anmachen. Nein. Of course you do. Nein. Otherwise you wouldn't be here. Nein, Mike nicht. Nein. Kamera 1. Kamera 2. Sehen wir irgendwas? Passiert hier irgendwas? Ich sehe erstmal nichts. Ah, jetzt müssen wir auch aufnehmen. Ich werde irre. So, dieser Filter, den wir hier vor uns haben, irgendwie. Nee, ist auch auf B-Kameras. Wo? Wie? Ich will nicht panisch sein, aber. Was passiert denn jetzt? Wo denn? Ah, okay, alles klar. Gut, ich verstehe. Wenn wir uns schlafen legen, irgendwie wird wahrscheinlich irgendwann. Es wird wahrscheinlich noch Stress, ja. Mich. So, ich will das haben. So, Jump geht nicht. Kannst nichts machen. Verschlossen. Immer noch verschlossen. Überall knarzt es, überall knallt es. Was? Der baut dann aber auch so eine Häuser, Alter. Also ich weiß, die Amis bauen ja aus. Oh, was ist das hier? Nein. Dieser gruselige Teddy, der war doch vorhin noch nicht da, oder? Der war doch in dem Video noch nicht da. Nein, hinhocken bitte. Ja, ist auch nichts. Paranormal ist anscheinend. So, die Gruselpuppen. Da fehlen noch jetzt welche. Das waren davon mehr. Oh. Ist das euer Ernst? Hat ich gesagt, ah, warte mal, hat sich jetzt hier was verändert? Nicht wirklich, wa? Immer noch der gleiche, oder? Hm. Doch, der hockt da schon die ganze Zeit. Echt? Okay. Ich hab ihn im Auge. Schön, Jojo. Gut so. Oh, das ist Brecheisen. Jawohl. Oma, Mensch. Du, 2 Monate in Folge. Dankeschön. Ja, das sind große Puppen.
So, dann probiert doch mal. Oh, erstmal in die Küche. Erstmal in die Küche. Batterie ist wieder fast alle. Das, was ich mit dem Brecheisen aufmachen wollen würde, ist das hier und sofort gehen, bitte. Das sollte eigentlich die Mission sein. So, okay. Vielen Dank, Oma. So, für alle Abonnenten, ihr seht, ihr habt jetzt auch so schnieke Abo-Abzeichen haben wir jetzt gemacht. Ja. Dass man auch sieht, wie lange ihr schon abonniert. So, kann ich denn hier das Crowbar benutzen? Ne. Item. Strong enough to pull some nails board. Achso, na, dann würde ich mal hier kurz hier vorne. Krieg hier die Nägel ab. Ja. Was denn, Alter? Was ist denn nur los? Okay. Ach, du Scheiße. Und das brauchen wir wahrscheinlich für oben. Nein. Das reicht doch schon, eine perfekte Thumbnail. So, wir wissen, was passiert, wenn wir uns umdrehen. Na! Okay, ein Schwein jagt. Ja. So, dann gehen wir mal zurück. Okay, wir haben jetzt wirklich gerade eine paar normale Sachen aufgenommen. Wie ich da unten sehe, 4,5%. Oh, misch raus. Mach das Ding auf. Er könnte sowas nicht, wahr? Er könnte jetzt hier gehen. Er könnte nicht in so einem Rudelhaus sein und wieder. Nein, was jetzt? Auch das wieder. 6,6 und schon bin ich irgendwie in Phasmophobia drin. Wunderbar. Mr. Anderson! Hallo, Mr. Anderson! So, und hier kann ich jetzt. Yes, yo, uwu. Uwu. Go. He see you won't go. Yeah. He see you won't go. Er sieht, du willst nicht gehen. Ob das jetzt so geil war, ich weiß nicht. Rein raus machen. So, ja, da ist doch ein Schiller an mir verloren gegangen. So, kann ich denn eventuell hier hinten mit dem Crowbar. Nee, das geht natürlich nicht. Wie kann ich mit dem Crowbar das Ding hier oben runterholen? Nee, doch nicht. Oh, warte mal. Start to get a little dizzy. I shouldn't rest. Investigate change, if any. Kann ich mich jetzt wieder hinlegen? Ups. Sorry Leute, aber ich muss tatsächlich wieder runter und meine Batterien aufladen. Ihr wisst, der Akku ist immer so schnell alle. Ihr kennt's. So, also die paranormalen Vorkommnisse wären also mehr. Hier drin. Und ich dachte schon, ich hätte das Schlimmste schon erreicht. Aber es wird natürlich noch schlimmer. Wie sollte es sonst anders sein? So, das Kreuz kann ich irgendwie mitnehmen. Warum? Oh, mit Weg damit. Kann ich mich hinlegen? Nee. Können wir noch nicht. Wir haben scheinbar noch nicht alles gefunden oder noch nicht alles gemacht, was wir machen können. Sollten. Müssten. Oh. Griff. Wir haben jetzt einen Griff gefunden. Ja, war ja klar. Was ist ja auch Blödsinn. So, ein Griff. Für was? For what? Da liegt ein Zettel? Wo? Wo liegt ein Zettel? Hier im Bad? In der Küche. Den haben wir noch nicht gelesen. Also hier liegt ein Zettel, ne? Den haben wir schon. In the kitchen. Ich glaube, den hatten wir schon, oder? Nee, hatten wir nicht. Grab a note. Their faces so red. I covered them with a cloth. But the blood dried. Now the cloth remains. Could this be for the better guide me? Einfach Satzende. Komm, wird drauf geschissen, wird einfach durchgelesen. Could this better guide me?
Ja, aber wie gesagt, wir wären noch nicht schlauer irgendwie unbedingt da draus. Guck mal, könnte jetzt hier irgendwas... Achso, Charge-Batterie. Wofür ist bitte der Griff? Wofür können wir den Griff nehmen? Für den Kamin, ne? Irgendwie, ist das nicht irgendwie so ein... Für die Ascheklappe? Wir probieren es mal. Also bei Resident Evil hat es funktioniert, in Teil 7. So, lass uns da den Handle mal angucken. A handle of some sort must be used for some contraption. Seeing this handle makes me realize just how secretive this place may be. Alter, wäre ich überhaupt ja nicht schlau draus. Wäre ich überhaupt ja nicht schlau draus, wisst ihr? Oh, kann die... Oh! Okay, wir haben die... Ah, na, das muss man ja auch erstmal. It's too tight. Da will ich jetzt keine Heule hören. Setz jetzt das Ding hier an, Alter. Ach Gott. Wer weint denn jetzt hier? Klingt auf jeden Fall sehr nah. Nee. Sorry. Also es ich bin selber nicht stolz drauf, aber wenn da steht behind you, finde ich ganz mies. Finde ich ganz, ganz, ganz mies. Ja, ja, you see you won't go. Alles klar. Vielleicht finden wir noch Decke. Manchmal hängen die auch gerne mal an Decken. Ne? Wissen wir ja nicht. Vielleicht. So, dann nehmen wir. Ah, was ist denn nun passiert? Wo? Oh, wo denn? Wo denn? Wie denn? Ah! Na! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Was geht denn hier für eine Scheiße ab? Komm mal raus! Ah, okay. Okay. Wo kommt denn... Ach, du Scheiße. Alles klar. Na, da lade ich doch erstmal meine Batterie vor Schreck hier. Oh, holy, Alter. Chantal, heul leise. Ah. Okay. So, okay, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich für heute jetzt alles gesehen haben hier. Vielleicht können wir uns hinlegen jetzt. Wir sind bei 14,1%. Können wir? Ja, wir können. Okay. So, dann lass uns mal über die Kameras gucken. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das besser ist jetzt. Du kannst dich ja nachts ja nicht wehren. 40 years ago, when you were still such a young girl. Als ich ein junges Mädchen war? 17, if I remember. What? You'd come by quite often. Ja, ja, als ich damals ein kleines Mädchen war. Mag hier. You were very brave. Ja. In the end, I took you. Once I felt the drugs have taken full effect. Wie bitte? Also zu Drogen sage ich ja nein. Da sage ich ja nein. Der Teddy ist woanders. Ich sag's doch. Der scheiß Teddy. Ist hier irgendwas anderes? Kann ich das aufnehmen jetzt? Ja, er nimmt das Zeug auf. Er nimmt das Zeug auf. Sehr schön. 22,1%. Und hier hat er auch irgendwas aufgenommen. Was hat er denn hier jetzt aufgenommen? Entschuldigt bitte, die sind nervig.
Ist das da hinten ein Schatten an der Wand? Ja, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ein Schem. Und er wandert rüber. Hm. Don't let her out. Oh nein. Oh nein. Oh, bitte nö. Mmh. Oh, da bin ich keiner hing. Oh, da bin ich keiner hing. Oh Gott. Oh Gott. Die kommt raus. Oh, 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 Gänsehaut. Oh, aber fetteste Putenpelle hier, mein Freund. Mmh. Na super. Okay, das Radio geht ein bisschen Silent Hill-mäßig ab. So, wo ist Teddy? Na? Ne? Ne? Okay, schauen wir uns erstmal hier oben in Ruhe um. Oh, das ist aber ein fieses Spiel diesmal, ey. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Nothing. Oh, behind you, das ist so fies, das Ding, ey. Ich muss hier okay, immer in die Toilette gucke, irgendwie. So. Dave? Strich gemacht. Habt ihr im Auge, mein Freund? So, das ist hier immer, ist wahrscheinlich immer noch das gleiche. Nee, ist es nicht. Ach du Scheiße. Not what it seems. Es ist nicht, wie es scheint. Okay. Mann. So, erschrecke mich da nicht so von diesem Scheiß. Und es ist wieder eine Puppe weniger. Oh, ey, Dave, ey, echt jetzt? Echt jetzt? Du willst mich jetzt hier wirklich killen, wa? Hallo, können wir mal kurz beim Fakt bleiben, dass jetzt hier eine Puppe weniger hängt? Ist das wie so eine Art Counter? Wer hat dich denn hier hingehängt? Schön hier. Einfach schön hier. So, schnell aufladen. Mit der Batterie ist das ähnlich wie beim Ego-Shooter. Du schießt aus deinem MG, ja, mit 50 Schuss schießt du eine Patrone, nachladen. Nachladen. Scheiße. Und das Ding ist offen. Das Ding ist offen. Es ist offen. Da ist ein Bolzenschneider drin. Ach du Scheiße. Oh, ich will kotzen. Wozu sollte ich denn jetzt hier eine Kombination finden, wenn das Ding offen ist? Verstehe ich nicht. So, hier sind wir immer noch nicht reingekommen. Ich würde mal hier kurz reingehen. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas getan. Nee, das ist schon irgendwie. Ich mag's irgendwie. Das ist genau mein Humor. So, hier ist die zweite Puppe. Guck noch mal in den Ofen. Achso, in den Ofen oder meinst du jetzt den Kamin? Ich kipp mal erst in den Kamin und dann in die Küche. Hier kann ich wirklich nicht reinkicken. Hier wird nichts. Na, und öffne. Mach es doch auf. Dankeschön. So, und schauen wir nochmal in den Ofen. Hello? Nee, nichts. Ich kann den noch nicht mehr schließen. Der Ofen ist jetzt offen. Der Ofen ist jetzt offen. So, und da finden wir auch nichts. Einen neuen Zettel haben wir auch nicht gefunden. Okay. Wir haben einen Bolzenschneider. Könnte ich ja mal probieren, das Schloss hier vorne wegzuknacken. Jawohl. Ha, nö, 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 nö. Hier ist der Kellerzugang. Es gibt einen Keller. Oh Freude. Oh Freude.
Na. Na, es. Nein. Nein. Victor Ying. Wo ist denn hier überhaupt hin? Okay, alle klar. Hier ist nochmal der. Okay. Gut. Och, Bullshit. Time rest investigate. What happened while I slept? I think it's time the hell out of this. I'm hallucinating. I need to find exits. I must hallucinating. We should rest a bit. Find a way out of the house. Nehmen wir mit, lesen wir uns oben durch. Was ist das hier für eine ekelhafte, blutige Kinderkrippe? Finde ich vollkommen. Maybe ihr Powerbox? Und. Hände haben wir nicht, ne? Ne, das ist ja Quatsch. Also, das ist auch Quatsch. Na komm, Alter, geht noch tiefer? Hör auf. Was haben wir hier? TNT oder was? Nein. Na, da folgt mich ja. Da folgt mich ja. It's nothing but an illusion. Once a belief and come back, you will see what once was. After that, once you hear the music, sound as a lie and what? And wait. My door will open and seize you fate. Ja, okay, cool, schön. Mach halt doch bitte weg. Ich bin gleich richtig am Arsch. Meine Taschenlampe ist gleich weg. Oh, buh, Alter. We lie in wake. Oh, ja! Ja! Oh! Gott sei Dank kann meine Batterien laden. Oh! Ich dachte schon, jetzt im Keller und die Taschenlampe geht aus. Das Schlimme ist, ich wäre auch nicht mehr rausgekommen. Irgendwie durch die Tür, die ist zu. Die ist zu. Mit Z und U. In Coffins we shake. Ach, schön. Finden wir ein paar Särge? Nee, wir finden hier nicht. Ist hier irgendwas an den Balken dran? Nee. Ey, wir sind doch jetzt hier nicht wirklich in den hier unten jetzt eingesperrt, oder? Da wäre ich ja sehr dagegen. Aber wirklich sehr. So, haben wir hier noch was? Okay, zur Not würde ich jetzt mal kurz. Wir haben ja noch was gefunden. Aha. Poem 3. Dangling there with importance to her side. Once lost, all is lost. Use what is found to unlock new meaning. Poem 4. A picture of oneself, viewed by oneself. That placed in the room of captured will after all perception. A view of your body, lifeless. There's a power that is priceless. Ach, das sind aber auch wirklich hippe Reime. Kannst du nicht meckern. Das ist gar nicht mal so gut. Jojo, ja, natürlich gibt's einen Keller. Klar, in jedem Horrorspiel gibt's einen Keller. Ich könnte drauf verzichten. Ich finde ja eine Tauschung scheiße. So, aber wir kommen auch nicht weiter raus. Ich gehe mal wieder nach vorne. Sollen wir so. With fabric, cover our face. Ah, schön. So, wollen wir hier? It's nothing but an illusion. Once you leave and come back, you will see what once was. After that, once you hear the music sound, as I lie in wait, my door will open to seize your fate. Also, es ist nur eine Illusion. Wenn du gehst und wiederkommst, wirst du
sehen, was war. Ja. Und danach wirst du die Musik, also das Geräusch von Musik hören. Und ich werde hier liegend warten. Meine Tür wird sich öffnen. Und wird size your fate irgendwie. Wahrscheinlich wirst du dein Schicksal treffen oder irgendwas erfüllen. Du wirst in dein Schicksal passen. So wird es bestimmt heißen. Stief. Nicht. So, wer hat denn jetzt da oben die Kaffeemühle angelassen? Oh, ist offen wieder. Es ist offen. Ich würde gerne rennen können, kann's aber nicht. Go back down. Soll ich jetzt nochmal runtergehen? Ich gehe jetzt nochmal runter. Vielleicht, maybe. Jetzt habe ich auch schon dieses Maybe hier Quatsch an. Ah, so. Okay. Särge. Cool. Guck da erstmal kurz hier nochmal. Siehst du, wäre nicht passiert, hätte ich eine Taschenlampe in meinem 3210. Verstehst du? Da würde der Akku ewig halten. Ewig. So, können wir. Traut mir ja nicht zu sagen, aber können wir irgendwie sehr geöffnen. Nicht, dass ich das will, aber. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt hoch. Der Zettel ist auch weg. Ich freue mich. Das ist auch eine beschissene Nummer hier. Das ist. Also der Keller ist ja wirklich fürchterlich. So, dafür brauchen wir anscheinend noch irgendwie einen Griff oder. Was war. Okay, das ist eine Tür. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Was ist das hier? Was war denn das? Hab ich hier aufgenommen. Was ist denn das? Ah, eine Plumber's Ranch. It's a Plumber's Ranch. Damit kriegt doch da oben das Valve ab. Oh, und hier ist noch. Was bitte? Also wenn Tag ist und die Fenster des Hauses weinen, blutend, wird um, ich weiß jetzt nicht, was da Stunde ist, wahrscheinlich irgendwie um 12.43 Uhr oder 41 an dem und dem Tag. Ist das jetzt, sollte der Code sein? Month. Soll das heißen da der zweite Monat oder was? Oder der zweite in einem Monat? Also normalerweise, ja klar, wenn du jetzt irgendwie auf das Kalenderblatt schaust, würdest du jetzt eher sagen, okay, es ist der zweite in einem Monat, aber es könnte jetzt auch der zweite Monat gemeint sein. Die zwei also. Als viertes. So, da unten haben wir, in der Uhrzeit haben wir wieder zwei Zahlen. Das ist wieder ein bisschen schwierig. Mit dem Haus werde ich tatsächlich nicht so schlau gerade draus. Oh. Aber wir holen uns mal das Rad von oben. So, hab ich schon mal verlaufen? Ja, ich hab schon mal verlaufen. Hier geht's ja raus. Ach, okay, alles. Was? Ah! Wer? Wo? Oh. Komm, Alter! Mann, wieso? Wieso denn? Jetzt. Ich muss die Batterie erstmal wieder laden. Natürlich muss ich die Batterie laden. Ach, ist doch nicht wahr von der Kamera. Aber das ist auch nichts. Scheibenkleister. Okay, blick drin. Ich glaube, Jojo, dein Random Sound ist gerade ein bisschen untergegangen. Zwischen den ganzen Getöse hier. Oh. Oh. So, jetzt. The moment is come. Jawoll, jetzt haben wir's. Und ich würde sagen, hier vorne wart, wa? Ja, hier ist es. Hier. Keine Ahnung, was wir jetzt. Und ein Schlüssel ist rausgefallen, aber wo?
Bestimmt wieder ganz unten im Keller, wa? Ganz unten im Keller, wa? Schön. Ach ja, so Rückwärtsmelodie. Schön. Schön. Not what it seems. Okay, ist immer noch. So, Dave hat seinen Hattrick heute voll. Ey, das ist aber fieser Jumpscare-Sound, muss ich sagen. Der ist wirklich unangenehm. So, gut, Gegner mal rund. Warte mal. Nee. Ach, das war doch blöd. Ich hätte ja vielleicht erstmal hier vorne gucken können. Nee, aber nein. Na gut, dann schau ich jetzt hier. Vielleicht finde ich ja hier den Schlüssel. Ist hier irgendwo ins Bett gefallen oder was? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, ich muss hoch, wa? Nur mal kurz. Ja. Gut, gehen wir nochmal hoch. Ah, die Puppe da drin, die Puppe da drin. Da ist ein Schlüssel runtergefallen. Von. Ja. Wo auch immer. So, und wir haben den Schlüssel. Was haben wir jetzt für einen Schlüssel gefunden? Another key, but with a very complex pattern. Must be for an important room. Wir haben unten, das Gitter ist noch verschlossen. Ansonsten, oben ist ja auch noch ein Raum verschlossen. Da können wir jetzt mal hoch. Vielleicht im Sarg. Achso, meinst du jetzt wahrscheinlich die Schlüssel runterfallen, ne? Das wäre fies gewesen. Ja, musst du alle Särge durchgucken. Auf gar keinen Fall. Möchte nicht. Ich würde mal tatsächlich oben probieren. Ob man hier eventuell... Ja. 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 Maybe 60? Is that scary enough? Wie, was, bis wir bis paranormal, also die Paranormal Findings 60 kommen? Mir reicht schon 40, Freundchen. Was ist das hier? Ist das ein Stück vom Zettel? Ja, ist ein Stück vom Foto. Ich weiß ja nicht, wie viele Fotostücke ich schon übersehen habe, weil ich die ja nicht als solche erkannt habe. So, was ist das hier? Das ist doch... Das ist eine Tür. Warum... Warum knirscht hier nicht mehr draußen? Ach, er ist weg. Er ist weg. Ach, schön. Klingt super. Klingt super. Oh, Jona! Dean! Ich brauche Hilfe. Komm mit Salz vorbei hier, aber zackig. Ah, ich guck mal ganz kurz in die Broschüre. Someone has wiggly come. Young and beautiful. Appears to be recording a video. A place. A pill in the water. She shouldn't suffer hallucinations and weakness. Her name is Anna. She is very warm. Gruselig! Zeig dazu, gruselig, Freunde! Na, so, schön. Na, da freue ich mich ja. Mal sehen, wir mal kicken, wie es jetzt draußen weiterläuft hier. Naja. Dieses Geräusch klingt auch wirklich mehr als seltsam. Wir können auch mal probieren, mit Penzo gehen, aber ich weiß tatsächlich nicht, irgendwie, wenn wir jetzt alle Puppen, wenn alle Puppen weg sind. Genau. Dann sind wir wahrscheinlich am Arsch. Dann ist vorbei. Dann kommt irgendwer hier, oder was? Chat, leg mich jetzt mal hin. Ihr reicht's. Steve macht Bubu. Ich kann noch nicht schlafen. Nein.
So, mit dem Radio, das ist, außer dass das irgendwie statische Rauschen von sich gibt, bringt mir das auch echt einen Scheiß irgendwie. So, hier geht die Nummer hin. Ich kann auch nicht den Tresor unten öffnen. Also auf jeden Fall bin ich noch nicht hinter das Dings gestiegen, was da stand. Mit den beiden Häusern. Achso, ist das hier der... Guck mal, der Ventilator geht hier plötzlich wie Sau. Guck mal an. Na dann. Hier nochmal kurz drin, vielleicht ist hier am Ende nochmal was. Where are you, Hannah? Why do you keep running from me? Stellt euch doch bloß mal vor, ihr seid hier alleine in so einem gammeligen, stinkenden Scheißhaus irgendwie. Und ihr wisst, das spukt hier. Und du krauchst in so eine Höhle, die du hier mit Bretter irgendwie vernagelt freigesetzt hast irgendwie. Und dann hörst du irgendwo so eine Stimme irgendwie. Why you keep running from me? Ey, meine Hose wäre so voll. Was? Mann, no! Halt mal auf! Immer noch zu, klar. Hier haben wir immer noch keinen Schlüssel, maybe a Powerbox. Aber da brauchen wir anscheinend einen Griff oder irgendwas für. Was? Achso. Greift noch auf die Powerbox zu. Ach, Mann, Jojo! Halt mal auf! Ich denke, die mich alle! So, dann nehmen wir nochmal kurz zum Save. So, ich möchte von euch jetzt hier einen vierstelligen Code hören. So, bei dem ersten Haus. Achso, nee, das ist tatsächlich. Das ist mein Cursor. Ich dachte schon, oh, da ist ja was Grünes im Fenster, aber das ist mein Cursor. Tag und nachts wird es schlimm. Wahrscheinlich wird es am 2. jenes Monats um. Um 20 vor 1 wird's schlimm. Nachts. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Irgendwie, was das jetzt mit diesem beknackten Safe auf sich hat, irgendwie, dessen Code nicht 111 oder 1234 ist oder 0815. Ich verstehe noch nicht. Versteht noch nicht. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen, wo war denn tatsächlich der Punkt, wo wir zu den... Das war oben, ne? Oh Gott. Wo ist denn der Punkt, wo ich zu den Särgen gekommen bin? Wo waren denn die zur Hölle? Sind die jetzt weg? Sind die jetzt weg, ne? Na hier. Ah, nee, hier. Ja, hier. Na klar, sind sie offen. Klar, sind sie alle offen. So, steht hier wenigstens eine Zahl drin oder so? 257, ist das jetzt einfach nur irgendeine random Zahl, die drin haust? Oder hast du da auch, meinst du, das ist es? Würde mich mal interessieren. 015 ist es nicht. Black War, habe ich schon gerade geguckt. Ist es nicht. Piep, piep, piep. Nee, ist doch nichts, war keine Zahl. Nee. Ah! Nee, einfach nee. So, ich probiere gerne deine Zahl aus, 557. So, was ist das? 5, 4, 9, 8. Mach doch mal. Achso. Er macht's nicht. Random. Schade. Schade. So, aber vielleicht haben wir jetzt alle, wie sagt man denn?
Sechsmal die sechs. Ja, Dave. So wird es funktionieren. Habe ich denn jetzt hier alles ausgelöst? Ich möchte jetzt schlafen gehen. Ich will jetzt schlafen gehen. Ich gehe schlafen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich jetzt treffe. Ja, okay, alles klar. So, Fokus, Leute. Ihr wisst, der Teddy geht ja auf Wanderschaft und auch andere Scheiße passiert jetzt gerne mal hier. I remember how you looked. Lulis. And plain as your mind was filling more and more with hallucinations. To the point where you became numb. You probably don't remember how you died. The others don't know too, since you were the final doll to perish. Ja. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken gehabt vor ihm. Kann ich das aufnehmen? Nee. Ist auch nicht. Okay. Er bewegt sich. Und ich liege da und schlafe. Was ist das nochmal? Oh! Holy moly 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 moly! Oh nee, 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 nee! Irgendein Archivmann ploppt hier gerade auf. Nein, ich kann ihn mehr zurückschalten. Ich kann ihn mehr zurückschalten. Wir sind jetzt fast bei 60. It was a twisted game. All four of you died. But I did place a doll by your passing body to never forget you. Any of you. Ach, kannst mir auch mal am Arsch lecken. Du Penner. Sorry für die Ausdrucksweise, aber. Leute, Alter, ey, das ist. So, der Drama hat den Stick fallen lassen. Oh, guck mal, Teddy hat sich wieder umdisponiert. Einfach so quer durch den Raum verlegt, das Rohr. Geil. Steg drauf. So, hier haben wir nochmal die gleiche olle Matratze wie unten. Also das Kinderbett, meine ich. Kindermatratze. So. Was? Bonjour. Oh, der Ventilator ist abgeflogen. Der ist quasi durch die Decke gegangen, Freunde. Also, irgendwo noch ein Fotostück wäre ganz geil. So, falls ihr irgendwo ein Foto seht und ihr seht nicht, ja, schreibt da einfach groß in den Chat. schreit er mich quasi über den Chat an. Dann krieg's mit. So, das ist nur ein Stück Stein. Und hier hängt jetzt nur noch eine Puppe. Genau so dachte ich mir jetzt schon. Ah, das Schlimme ist, was ist nach der nächsten Nacht? Oh, warte mal, was ist denn jetzt überhaupt? It's your turn now. Okay, jetzt bist du an der Reihe. Dein Zug. Ich weiß nicht, was ich für einen Zug machen soll. Ich habe immer noch keine Kombination. Ich habe nichts. Gar nichts. Die Tür ist offen. Ich gehe gleich raus. Aber ich muss noch eine Batterie laden.
Ich gehe gleich, jetzt ist... Leute, jetzt ist so eine Falle. Es wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach raus können. Das wäre zu einfach. Benny, der ja im Geiste bei uns ist, wird jetzt was sagen. Der würde mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen: Safe, ist das ein Bait? Sollen wir auslösen? Komm, wir lösen ihn aus. Hell's Loop. Ach du nö, Alter. Oder Deception Mayhem. Oh nee, Alter. Ach du Scheiße. Okay, alles klar, super. So, okay, schon. It didn't quite go to plan. Anna, your hate towards me, your desire to see me fail is causing all of this. This. Dude. This right here. It's a hell's loop. A loop for our final moments together. And it doesn't matter if you died. It will all just start over and over and over. Your resistance is what is causing this loop. Okay, kann ich zurück? Why can't you accept that I'm doing this for all of you? For all of you. To know a perfect This is not just for me. But for you too, Anna. We can pass on together. Just you and I. And have a perfect end. Hau ab! Ach Gott, nee, ey. Was? 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 Was ist denn? Warum? Wieso zur Hölle? Bianca! Na, Roland! Ja! Ja! Ja, die ist. Ah, ich hab nur eine Puppe aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das so. Ob, oh, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Jo, ich hast du hier. The things I've seen and done before I took my own life. I've been through it so many times and I felt it so many times. Don't you want it to end too? Haven't you had enough? Why don't you think about the rest of us and end this damn loop? I understand I'm the one that killed you and all the others, but that was over 40 years ago. It's time to forgive and to move on. And move on. Ist auch geil, wenn Leute irgendwie ihre Stimme so runterpitchen. Na, get to the chopper. So, das sieht ja überhaupt ja nicht gruselig aus. Schön, 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 schön. So, Mike mal. Ah, bringt aber auch einen Scheiß, diese Taschenlampe, ey. So, hier ist die nächste Gruselpuppe. Hm? Verschlossen. Aber hier war ich doch gerade. Ah, jetzt haben die sich schon wieder umgestellt, wa? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ich würde es einfach mal mitnehmen. Danke, Jungs. Warte mal, hier. Was? Komme ich jetzt wahrscheinlich hier durch die aufe Tür? Durch die aufe Tür? Du hast so Freunde, die sowas sagen? Machen wir mal durch die zue Tür. Press 1. Oh, okay. Wir müssen 1 drücken, um zu vergeben. Oder 2, um nicht zu vergeben. Chat! It's a chat decision. Wollen wir 1 drücken oder wollen wir nicht vergeben und sagen 2? Lieber Chat, it's your turn. Ach komm. Wir vergeben ihm nicht. I hope you know what you're doing. Ja, ich weiß, was ich tue, du Arsch. Und zwar dir nicht vergeben. Du Penner!
Und jetzt kommt ihn raus, wa? Doch. So, Kabel. Ah, okay, der Kühl. Ah, okay. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich kann meine Batterie nicht mehr laden. Und die Treppe sieht auch scheiße aus. Was ist denn jetzt passiert hier? Ich komm hier nicht zurück. Mhm. Ja, Schauchen. Schön, schön, schön. Geh mal in den Keller. Zu den Vampiren. So, hat sich der Safe jetzt schon mal hier... Ach, er ist weg. Wie schön. Wie schön. You got your baby. Das ist so ein Kackding. So, willkommen zur Hellraiser Party. Hey. Wer bist du? Wie? June, 22.1968. Four girls and a man were found dead in an old abandoned home located in Saddleween. The four girls in the age group between 2 and 60 were found dead, scattered throughout the house with fabric covering their wounded bodies, stuck with horrifying amounts of blood. All girls are believed that have died from severed blood loss, while the man has died from suicide, from gun to head, from being chained in a cold crawl space, locked in a vault, hung from the ceiling, with a hook, and cut to death in a cradle. The scene was the most brutal the town has ever seen. To this we announce this murder as the girl with a fabric face. Hey. Come on. It's time to start again. Nein. Nein. Fien. Schön, wir haben es geschafft. Wir haben Ende 1 von 4 haben wir erreicht. Wunderbar. Schön, schön, schön. Das Stubborn Ending. Also wir haben das Bad Ending haben wir erreicht. Aber es ist unser Ending und es ist das, was wir hier erspielt haben. Ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen abgetrennten Daumen nach oben da oder einen Haken hängen. Ansonsten würden wir uns auch sehr über ein Abo auf dem Kanal freuen. Helft uns ein bisschen zu wachsen und wir sehen uns zur nächsten Nachtschicht wieder. Bis dahin. Schön die Batterien aufladen. Ciao, ciao.